Jetzt kommt die letzte Mission. Och Mann. Ich dachte, das wäre sie eben schon gewesen. Ach komm, einfach kaufen. Weiter. Und jetzt Operation Goldgräber. Muss sagen, das hat Spaß gebracht. Bis jetzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der Bosskampf war. Ich hoffe, der war jetzt nicht allzu anstrengend. Ja, kürzlich gekaufte Gegenstände. Bla bla bla. Ups. Dann mal nach da ganz hinten schnell. Dann hinter denen auf die Schienen. Dann sollte ich, glaube ich, sogar reinfahren, oder? Na, nicht ganz. Aber passt schon. Geh rauf. Ich kann da doch nicht sliden. Na dann, erklärt es einiges. Okay, aufgepasst, Freunde. Die Uhr tickt und wir haben keine Zeit für Spielchen. Turspiks Goldzug fährt bereits. Und da er von unserem Van angetrieben wird, ist er praktisch unaufhaltbar. Zum Glück konnte Tennessee ihn umleiten, was uns die Chance gibt, ihn abzufangen. Murray, zuerst holst du den Van zurück. Er befindet sich am Ende des Zugs, wie eine Art Düsentriebwerk. Du musst deine unglaublichen Fäuste sprechen lassen, um ihn zu erreichen. Der Haken an der Sache ist, dass er durch spezielle magnetische Schlösser gesichert ist, die nur jemand mit deiner unglaublichen Stärke aufbrechen kann. Sobald der Van draußen ist, kannst du den Zug einholen und uns bei unseren jeweiligen Jobs abholen. Carmelita, du und ich kümmern uns um die nächsten paar Waggons. Ich brauche deine unvergleichliche Zielgenauigkeit, um mich zu decken, während wir vorrücken. Das wird nicht einfach. Im Zug sind jede Menge Wachen, die nur auf uns warten. Unser Ziel ist ein Schaltpult in der Mitte des Zuges, wo mein Hacker-Talent gefragt ist. Wie wir bereits wissen, kann Toothpick keine hohen Frequenzen ertragen, besonders kein Pfeifen. Darum werde ich die Steuerung der Dampfpfeifen der Lok manipulieren. Ich habe so eine Ahnung, dass uns das noch sehr nützlich sein wird, wenn wir ihn endlich in die Finger bekommen. Sly und Tennessee, dann seid ihr dran. Um Toothpick aufzuhalten, müssen wir alle möglichen Fluchtwege abdecken. Also kümmert sich Sly um das Dach des Zuges. Tennessee, du gehst durch die Waggons, wo wir uns unterwegs auch dein Gold wiederholen können. Dabei ist sicherlich deine Zielgenauigkeit gefragt. Ihr beide solltet die Lokomotive zur selben Zeit erreichen. Dort könnt ihr Toothpick erledigen. Wir anderen stoßen mit dem Van zu euch. Eine Sache noch. Vergesst nicht, dass wir ein Team sind und dass wir das nur als Team durchziehen können. Jeder muss seinen Teil des Plans perfekt erledigen, wenn wir den Van zurückbekommen, das Gold stehlen und Toothpick aufhalten wollen. Und jetzt los! Ups. Ach, das TNT. Was? Das ist doch schon zerstört eigentlich.
Wie wär's mal mit Treffen? Einmal werfen. Und jetzt, wie müssen wir hacken? Oh yeah. Vielleicht läuft dieses Mal ein bisschen besser. Ich will letztes Mal. Aber guck mal, wie schnell wir jetzt schon schießen können. Wenn ich jetzt nicht mich blöd treffen lasse, dann muss das doch easy möglich sein. Oh nein, komm. Okay. Schnell dahin. Wie zündet man nochmal die Bombe? Ah, da. Schon Stufe 4. Ich glaube, es ging bis Stufe 10 hoch. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Nicht wahr, Alter. Aber es läuft ganz gut. Kann man nicht meckern. Die schießen, machen halt immer Probleme, ja. Da, das war schon wieder knapp, ne? Alter, wie das abgeht. Jo, wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir einfach nur warten. Ich glaube, hab ich noch eine Bombe? Ja, eine habe ich noch. Die benutzen wir, glaube ich, auch noch. Ich mache Bits aus deinen Beinen. So, jetzt nochmal das und dann sollten wir es auch eigentlich schon geschafft haben. Ja, das war's. So sollte das eigentlich laufen. Man kommt auf Stufe 10 und ja. Macht einfach alles weg, ohne Probleme, fertig. Nicht wie beim ersten Mal, wo ich... Oh, das war ätzend. Weg mit dir. So, dann mal los. Rein hier. Die Geschicksbücher eingehen.
Ach komm, als ob er. Mann. Komm schon. Ach, ich habe keine Lust dazu warten. Warten ist Kacke. Warte, ich muss ja nochmal drauf schießen. Ach, stimmt. Nice, sogar alle 6. Und jetzt, rüber und da. Okay, dann können wir zurück und die Maske holen. Es war leider erst 14. Bei 15 kriegen wir, glaube ich, was Neues, oder? Okay, auf zum nächsten Waggon. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar vor uns. Aha, okay. Können wir also doch hinterher? Müssen wir leider warten. So. Und rüber da. Wie es eigentlich genau dieselbe Cutscene war, außer der letzte Satz. Genau gleich, ja. Kumpel, ich erledige das. Es ist vorbei, Cooper! Du solltest das Knastvogelkostüm anziehen, Klein! Pass auf die Laser auf, Klein! Warum benutzt heutzutage jeder Laser? Und jetzt muss ich anscheinend das schnell aktivieren.
Ja, wahrscheinlich. Hä? Kannst du drüber springen? Ach so, ach ja, ne, über die. Über die kann ich natürlich nicht springen. Ach so, ich muss noch. Musste noch draufhauen. Treff doch, oh Mann. Würde er auch mal treffen, ne? Wäre das alles viel leichter. Braucht mehr Leben. Shit. Oh, Wechsel. Was ist das? Ach so. Oh, was? Okay, letzte Phase. Lächerlich. Lächerlich. Ach, ich hasse dieses Spiel. Oh Mann, ist das schlecht. Ich meine, ich stehe genau davor und er trifft es nicht, ne? So, jetzt ist kein Problem mehr. Jetzt haben wir den Kampf gewonnen. Zum Glück, Alter. Ich glaube nicht, dass mich jetzt die hier töten werden. Ja. Wechsel doch zum Kostüm, Alter. Oh Junge. Das war nicht Teil des Plans. Nein, du musst aus dem Zug raus. Spring auf den Van. Mary, tritt auf die Bremse. Die funktionieren nicht. Ich kann die Triebwerke nicht abschalten. Was? Ihr Idioten. Das ist euer Plan? Ich wusste, die Idee ist schlecht. Hätte ich mich bloß zurück nach Paris schicken lassen. Ah. In Zeitlupe stürzte der Van in die Schlucht.
Als ich mich auf den Crash gefasst machte, schoss mir durch den Kopf, dass dies das Ende unserer Abenteuer war. Da griff Bentley in letzter Verzweiflung nach dem nächsten Gegenstand, Murrays australischer Fossilienhalskette, und benutzte sie in der Zeitmaschine. So rettete er uns das Leben, aber wir hatten keine Ahnung, wohin die Reise ging. Der Van wurde durch das Wurmloch gesaugt und umhergewirbelt wie ein Korken im Ozean. Wo würden wir nur landen? Und vor allem, wann? Die Dinge liefen nicht so besonders. So wie es aussah, waren wir irgendwo in der Vorzeit gelandet. Mir wurde leicht unwohl, als Bentley das Dinosaurierspray zückte. Aber das war meine geringste Sorge. Die Bruchlandung hatte den Van beschädigt, sodass die Zeitmaschine nicht richtig funktionierte. Nicht nur konnten wir nicht zurück nach Paris, wir konnten auch Dimitri nicht empfangen. Und wir hatten noch immer keine Ahnung, wie Le Paradox es geschafft hatte, eine eigene Zeitmaschine zu bauen. Und das war ein erschreckender Gedanke. Carmelita war immer noch stocksauer. So sehr, dass sie einfach wütend davonstürmte, bevor wir reden konnten. Ich wollte es ihr doch bloß erklären, ihr sagen, wie leid es mir tat, dass sie in all das hineingeraten war. Ich versuchte ihr nachzugehen, aber als sie einen Warnschuss abfeuerte, wurde mir klar, dass das keine so gute Idee war. Unser Gespräch würde warten müssen, wenigstens bis sie die Pistole wieder wegsteckte. Inzwischen beschlossen wir, dass wir als erstes herausfinden mussten, wo und wann wir waren. Und dann, wie wir den Van reparieren konnten. Ansonsten würden wir uns ans Höhlenleben gewöhnen müssen. Dauerhaft. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Live 4 Parts. Ich hoffe, euch hat er gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.